Dario Burgener hat es wieder extrem spannend gemacht gegen EHC Olten. Der EHC Olten wird langsam zu eurem Lieblingsgegner. Er hat es wieder gekehrt. Was ist gelegen, dass man bis zuletzt daran geglaubt hat, an zwei Punkte? Schlussendlich muss man ja sagen. Ja, man muss halt immer daran glauben bis zum Schluss. Und hier gegen Olten ist jetzt zweimal gut gelegen. Und ja, es waren wichtige Punkte für uns. Man hat es gemerkt, er hat eigentlich nie aufgegeben, wobei auch Olten hat probiert, sein Hockey weiterzuspielen. Also vom Niveau her war es eigentlich ein toller Eishockey-Match heute, so kurz vor Weihnachten. Oder wie hast du es gesehen? Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Es war ein sehr spannender Match, auch für die Zuschauer. Und schlussendlich sind wir froh, dass er zwei Punkte bekommen hat. Es hat eigentlich auch heute wieder schlecht angefangen für euch. Seid ihr so gut im Nangen gegenseitig wieder stark reden? Oder was ist gelegen, dass ihr da doch wieder reagieren konntet? Ja, sicher auch gegenüber der letzten Saison, wo es nicht immer einfach ging. Und haben wir auch immer hatten wir es geschafft und jetzt diese Saison geht es ein bisschen besser auf, dass wir ab und zu noch Match kehren können und auch wichtige Punkte mitnehmen können. Also, da hätte ich jetzt doch noch in letzter Sekunde ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Schöne Weihnachten dir und dann wieder in für Erfolg. Ja, merci vielmals auch euch.